Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einem speziellen Video heute. How to bau eine wilde Korallensäge. Yes. Ja. Hier ist der Benedikt von 3DIRS. Ja, ein bisschen kompliziert. Aber wie kommst du auf diesen Namen? Erstmal jetzt mal so ganz nebenbei. Es sollte einfach sein, deswegen eigentlich nur drei Buchstaben. Dahinter steckt ja Innovative Reef Solutions, weil wir halt einfach verschiedenste kleine Lösungen anbieten wollen für den Meerwasser-Aquarianer, um das Ganze halt einfacher zu machen, das Hobby. Also klar, jetzt hier das Rahmenkit für die Korallensäge ist ein Produkt, was wir haben. Aber wir haben ja noch Sachen für Strömung oder Füttern, alles mögliche. Also so kleine Gimmicks halt einfach. Und deswegen, was das Leben halt einfach machen soll. Ja, und was es halt einfach noch nicht gibt. Was wir heute jetzt hier versuchen bzw. machen werden, ist die Korallensäge zusammenzubauen, euch eine Anleitung an die Hand zu geben, wie wird es gemacht, wie ist es am einfachsten. Was ihr im Vorfeld wissen müsst, beim Benedikt könnt ihr das Rahmenkit, wie ihr gerade schon gesehen habt, das alles, was auf der linken Seite hier liegt, kaufen. Und was ihr euch dann noch zusätzlich bestellen müsst, ist im Prinzip das Material. Entsprechende Listen und alles andere hast du, glaube ich, bei dir auf der Seite. Einmal bei mir auf der Seite gibt es eine Excel-Liste, wo mit Links und sowas, wo man das bestellen kann. Und der Patrick von Patrick's Reef hat auch einmal so eine Amazon-Wunschliste gemacht. Da habe ich mir dann auch die Sachen. Also ja. Da muss man einmal drauf gehen, einmal alles in den Warenkorb und dann ist das, glaube ich, auch für nahezu denselben Preise, die gleichen Preise. Also der Elektropart, den ich jetzt hier liegen habe, das waren, glaube ich, so 100 oder 110 Euro ungefähr. Genau. Und das Rahmenkit kostet 174,99. Also inklusive Versand. Sind wir dann bei 280 Euro ungefähr, circa. Ich gestern nochmal ausgerechnet. Ungefähr. Aber dafür dann halt, wie hat der Patrick so schön gesagt, ein riesen IKEA-Bausatz, ne? Ja, also genau, es ist eigentlich relativ einfach. Es ist IKEA-Niveau, würde ich sagen. Klar, Löten ist jetzt in keiner IKEA-Anleitung nicht direkt vorgesehen, aber das ist jetzt eigentlich nicht das große Ding. Und ansonsten ist eigentlich alles so Plug and Play aufgearbeitet, dass man das halt einfachst möglich. Du hast im Prinzip aber auch eine Anleitung, eine Zusammenbauanleitung mit dabei, die dann auch, nach IKEA-Stil. Also wir machen das jetzt nur, damit ihr das hier dann auch mal live seht, wie es im Endeffekt gemacht wird. Genau. Das ein oder andere, wenn es was länger dauert, kürzen wir dann etwas, beziehungsweise machen einen Zeitraffer draus. Und dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Genau. Du bist der Experte. Anleitung gibt es auch bebildert. Also, okay. Genau. Wir starten mit dem Grundrahmen. Ich mache das jetzt alles mal ein bisschen Freestyle. Wir fangen an, die Muttern einzudrücken. Da gibt es hier diese M8-Muttern. Da sind relativ viele von vorhanden. Und die muss man jetzt einmal hier in die dafür. Also es sind überall Öffnungen, sage ich mal, schon vorgesehen. Das passt dann auch alles. Jetzt hier für den. Wir haben ja zwei Rahmenkits, einmal der Slimline und einmal das Bucketline. Das ist jetzt das Mutternkit auch für die Slimline. Deswegen wird beim Rahmenkit was übrig bleiben. Also keine Sorge, es fällt nicht auseinander, wenn jetzt eine Schraube oder eine Mutter übrig bleibt. Okay. Genau, das ist jetzt relativ. Also ich nehme dir das jetzt einfach mal so ab. Ja, alles gut. Weil das ist kein großes Hexenwerk. Das sind, glaube ich, also insgesamt sind es 22 M8-Schrauben, die dabei sind. Wir brauchen jetzt hier aber, ich glaube, nur noch 20. Genau. Die müssen nochmal nachgedrückt werden, ne? Damit die auf der richtigen Höhe sitzen. Genau, ich drücke die jetzt nur einmal ein bisschen vor. Und dann kann man das einmal immer so ein bisschen seitlich, sage ich mal, überprüfen, dass die auch in den Löchern, sage ich mal, drin sitzen. Wenn ich jetzt mal einen Stumpfen, geht das damit sogar schon? Genau. Und wenn die dann unten angeschlagen sind, sind sie dann auch auf der richtigen Höhe. Wenn sie angeschlagen sind, ansonsten sieht man das auch von oben. Kann man das ich halte das mal in die Kamera und hoffe, dass sie das so aufnimmt. Ich ziehe es ein bisschen ran. Und zu 99% sitzen sie dann schon richtig. Wenn mal später eine Schraube nicht richtig reingehen sollte, kann man da einmal kurz mit einem Schraubendreher, sage ich mal, hier so ein bisschen das dann kurz einmal korrigieren, ist aber eigentlich nicht nötig. Allerdings vorsichtig korrigieren, ne? Weil Kunststoff. Genau, also jetzt nicht da mit einem riesen Hebel rein und das alles kaputt drücken.
Das sind dann auch meistens wenige Millimeter. Wenige Millimeter, Zehntel Millimeter. Ja. Genau, hier muss man gucken, dass man da ein Werkzeug hat, was relativ lang ist. Dass man da einmal das richtig reindrückt, weil das sind, also die sind relativ tief. Ja, die gehen also auf der Hälfte. Ja. Genau. Ja, da muss man jetzt ein bisschen einmal korrigieren, aber das ist ganz einfach gemacht. Genau, jetzt haben wir schon die meisten M8-Schrauben. Hier wären die beiden, sind nur für die Slimline, weil hier dann der Sägetisch drauf geschraubt wird. Okay. Der entfällt ja, der ist hier dann in dem Bucket installiert. Genau, dann können wir jetzt hier schon alle anderen M6-Muttern einschieben. Die werden dann flach eingesetzt. Genau, okay. Da werden dann nachher die ganzen... Kommt mir gerade ein bisschen nutzlos vorher hier, okay. Aber bin ich ja sowieso. Nein. Da werden die ganzen Halterungen, sage ich mal, dran verkauft. Die brauchen wir gar nicht. Aber kannst du reinpacken. Da ist dann nämlich dann für die untere Abdeckung später das eigentlich. Okay. Genau. Die auch eindrücken. Hier auch ein Werkzeug wählen, was jetzt nicht so klein ist, dass man da das Gewinde beschädigt. Man kann die werden auch von der Gegenseite verschraubt. Genau, die werden von der Gegenseite verschraubt. Ja. Und genau. Man kann es auch mit einer Schraube durchziehen oder sowas dann. Mhm. Oder halt einfach mit einem größeren Imbusschlüssel reindrücken. Mhm. Dann passt es, also ist es schön formmäßig auch. Genau. Da haben wir jetzt alle versenkt. Genau, zwei müssen wir noch machen. Ja, nicht verkanten. Mhm, genau. Genau, immer alles schön gerade reinsetzen am besten. Keine Hektik, wir haben Zeit. Ich will das dann immer schnell und schön machen. Schön schnell. Genau, schön schnell. So. Jetzt haben wir auch schon alle Schrauben drin. Jetzt können wir eigentlich schon damit anfangen, alles an den Grundrahmen anzuschrauben. Mhm. Also das fängt dann an, hier gibt es immer zwei gekürzte Schrauben. Also wir haben hier immer 40 mm Schrauben. Mhm. Hier durch das neue Teil sind zwei gekürzte Schrauben bei. Deswegen die werden immer so an das Teil verschraubt oder mit den Muttern aufgeschraubt mitgeliefert, dass man die auf jeden Fall erkennt, dass man nicht suchen muss. Die gehören dann nämlich hier auf die Seite. Jetzt brauchen wir wieder den 13er Schlüssel jetzt. Ja. Und dann werden die einfach hier normal reingeschraubt und dann haben wir schon das erste Teil an den Rahmen geschraubt. Aha. Und also kannst du gerne mal testen. Das ist auch alles sehr solide. Ja, ist also definitiv, ja, geht. Braucht garantiert auch einiges an Druckzeit, denke ich mal. Ja, insgesamt sprechen wir hier von knapp 50 Stunden Druckzeit. Für einen Teil? Nee, für ein Rahmenkit. Genau. Ja, krass. Das ist natürlich einiges. So, jetzt müssen wir noch mal einmal einen Zwischenschritt machen. Mhm. Dafür müssen wir die Achsen vorbereiten. Das ist relativ einfach. Kannst du auch gerne eine nehmen. Einfach nur reinschieben. Das passt eigentlich. Kannst du auch. So. Sagst du so einfach deinem jugendlichen Leichtsinn? Nee. Und na komm. Ich bin mal so. Ja. Wieso gibst du mir das, was nicht funktioniert? Ich hab's kaputt gemacht. Echt? Nein. Nein. Ja. Warte mal. Wir machen mal kurz einen kleinen Break. Wenn hier. Da. Okay, sorry. Ja. So, that's live. Ihr habt es gesehen, kann auch mal ein kleines... Kann auch einfacher sein, wenn es von der anderen Seite ist. Aber ich sag's doch, ich hab's kaputt gemacht. Nein. So, dann wird das jetzt hier einmal reingedrückt. Das ist einfach. Ja. Das andere machen oder soll ich? So, das ist auch einfach nur reingedrückt. Man kann die Sachen dann auch verkleben, wenn man möchte. Eigentlich hält es aber einfach schon durch die Pressung. Nimmst du einen normalen... Sieht man ja, eigentlich hält es... Ja, kann auch.
Man kann auch mit einem leichten Gummihammer das Ganze eintreiben, solange man es gerade macht. Gehen auf einer festen Unterfläche, also nicht, wenn ihr einen Glastisch wie hier habt, auf dem Glastisch und das dann reinhämmern, dann habt ihr Ärger mit dem Haus. Aber man sieht ja, man kann es auch mit der Hand machen, ja. Also rein theoretisch. Es geht. Genau. So, dann haben wir die beiden Teile vorbereitet. Also die können so drin bleiben, können aber auch, wenn man will, verklebt werden. Genau. Normaler Sekundenkleber, okay. Genau, einfach ein Tropfen, dann dreht sich das nicht raus. Genau, und dann machen wir weiter. Es wird so eingesteckt, das heißt, wir haben hier unsere Seite, sage ich mal, wo wir dann die Laufräder haben. Das heißt, wir montieren das Ganze hier so rum und dann haben wir hier ganz einfach die ersten Schrauben. Genau, vier, ja, die nächsten vier. Genau. Die dann hier mit, ne? Genau, einfach ein 13er und 10er Schlüssel für die 6er und M8 Schrauben. Genau. Wie gesagt, macht's am besten von Hand. Ich habe da hinten noch den Akkuschrauber liegen, aber ich denke, das lassen wir dann besser. Ja, wenn der falsch eingestellt ist, dann haben wir dann ein Problem, wenn die Schrauben dann knack sagen. Ja. Kann man auch machen, wenn man weiß, was man tut, würde ich behaupten jetzt mal. Habe ich auch schon gemacht, aber ich würde es trotzdem nicht empfehlen. Genau, da müssen wir jetzt einmal hier die. Das sind sozusagen die Schienen, wo dann am Ende, sage ich mal, dieser Hauptkopf drauf läuft, wo man dann später, können wir auch gleich einmal zeigen, dann die Blattspannung einstellen kann, weil es sich hoch und runter bewegen kann. Ja. Und auch den Blattlauf, weil man es leicht im Winkel neigen kann. Ah, okay. Deswegen ist das ein loses Teil. Genau, da müssen wir einmal hier noch zwei M8 Muttern eindrücken, ganz einfach, weil die später für diese Winkelverstellung vorgesehen sind, aber das ist alles wieder Plug and Play. Und genau, dann können wir hier oben schon die nächsten vier Schrauben. Die dann so rum, denke ich mal. Genau. Ich habe alles richtig gemacht. Wie fest macht man die? Handfest. Handfest. Okay, mein Handfest ist wahrscheinlich ein bisschen mehr wie bei anderen. Wir haben jetzt keinen Drehmoment festgelegt dafür. Also, wenn es leicht fest wird, also dann sollte man aufhören. Wie gesagt, das sind Kunststoffschrauben, seid vorsichtig. Genau. So, jetzt machen wir einmal das Teil hier fest. Dafür dann diese zwei. Sie unten. Ja. Die zwei M6 Schrauben hier. Das ist im Endeffekt für was? Das ist jetzt hier für den Sägeblattschutz. Also, dass man halt einfach nicht reingreifen kann. Das ist auf der Seite, wo es hochläuft. Okay. Genau, da müssen wir jetzt einmal hier wieder sie hier unten. Einmal hinter dir. Nicht dann sagt nichts. So. Und das auch einfach ganz normal festschrauben, noch weniger festziehen als die anderen, weil es ist nahezu keine Belastung auf diesen Teilen hier. Sollte man dann nach einer gewissen Laufzeit die Schrauben nochmal überprüfen? Oder? Also bisher ist das noch nicht zustande gekommen, dass man das machen müsste. So, jetzt haben wir es so, dass die Mutter nicht weit genug durchgedrückt worden sind. Deswegen muss man hier jetzt mal ein bisschen nachdrücken. Auf der Außenseite der Mutter? Genau. Oder mit einem großen Imbusschlüssel wieder. Der halt genau da reinpasst, ja genau. Genau, so, jetzt hat einer rausgegangen. Das heißt, die hat dann auch nicht gepackt, die Schraube in dem Moment. Genau, also das merkt man dann, wenn man sie nicht festziehen kann. Und genau aus dem Grund machen wir das hier. Immer so Kleinigkeiten. Ja, das kann man dann auch nicht zu sehr in die Anleitung. Also, was heißt, das kann man nicht zu sehr in die Anleitung schreiben. Aber das sind so Eventualitäten. Jetzt lege ich mir das mal so hin. Soll ich meinen großen. Hast du einen großen Imbus? Aber selbstverständlich. Kurzer Break.
So, Werkzeug geholt, weiter geht's im. Genau, Part. Wenn man das richtige Werkzeug hat, geht's meistens einfacher. Also einen größeren Imbus oder ich glaube, die dürfte es auch tun, ja, von der Länge her. Genau, dürfte, ja, von der Länge her auch. Es muss dann immer nur groß genug und nicht zu groß, dass es halt noch reinpasst. Ja. Genau, dann passt es alles noch. Die habe ich schon eingedrückt. Die kann man nochmal eindrücken. Also das macht dann einmal, man hört es auch. Dann sind sie unten wirklich angedruckt. Und dann hat man auch jetzt keine Probleme mehr. Also entweder oder. Wahrscheinlich den habt ihr hier oder da sowieso dann liegen. Großer Imbus ist ja nicht überall im Haushalt vorhanden, sag ich jetzt mal. Einem gut sortierten Handwerker schon. Ja. Und dann greifen die Schrauben auch viel schneller. Und man kann es wirklich festschrauben. Genau. So, dann haben wir hier einmal sozusagen die mittlere Abdeckung schon mal montiert. Und dann müssen wir uns jetzt für die obere Abdeckung schon mal die ganzen Montagesachen zurechtlegen. Da haben wir hier einmal zwei Plättchen. Einmal eins mit drei Löchern. Das ist hier auf der Außenseite. Da kommen nämlich dann die zwei Verschraubungen plus der Kühlschlauch durch. Ja. Und einmal sozusagen die jetzt zu uns gerichtete Seite mit zwei Löchern einfach nur. Und die abgerundeten, also die oberen Punkte müssen die höchsten Punkte sein. Okay. Genau. Dann gibt es jetzt hier noch Abstandshalter. Da gibt es dann drei Stück, da ist er. Einmal einer, wo dann auch wieder der Kühlschlauch durchgeführt werden kann. Ja. Und wo jetzt hier auch das Licht eingehängt werden kann, was wir uns gleich noch angucken können. Mhm. Das kommt dann einmal hier nach außen. Und also das wird so eine Dreierlage. Man nimmt das dann sozusagen so und dann kommt oben drauf noch einmal wieder zwei Löcher für die Schrauben, ein Loch für den Schlauch und hier wird dann später, das kann man dann hier sehen, wir haben halt so auswechselbare Schnittführungen, damit die, also die sind so klein wie möglich gemacht, damit man halt so wenig wie möglich Material wegschmeißen muss, weil die kann man einfach auswechseln. Die werden dann wird ja mit der Zeit, ist ja immer ein bisschen Druck links und rechts und dann genau, ist die Führung dann halt nicht mehr ganz genau, so. Genau, und deswegen können die halt einfach ausgetauscht werden und deswegen werden die dann hier einfach nur eingeschoben. Genau. Das Ganze wird dann auch wieder sehr einfach, also man kann sich das relativ einfach machen. Man nimmt sich die zwei M6-Schrauben, die da durchkommen und fädelt das sozusagen alles einmal auf. Ich wollte sagen, das ist und dann ist das relativ einfach, das dort, also es geht auch eigentlich nicht anders zusammenzubauen, das hier dann einfach drauf zu schrauben. So, da. Nehmen wir auf? Ja. Ups. Noch. Machen wir nochmal. Und dadurch, dass die Schrauben jetzt halt vernünftig durchgedrückt sind, kann man dann direkt auch vernünftig anziehen. Entweder habe ich es da vergessen oder nicht richtig gemacht. Dankeschön. Ja, minimal zu wenig. Nee. Die untere sollte ich auch machen. Ja. Da war der. Er hat es knack gesagt. Und da. Also knack im positiven Sinne. So, dann kann man es nicht noch anziehen. So, dann haben wir die eine Seite. Dann machen wir die andere Seite. Hier kommt es einfach dahinter. Hier ist auch egal, wie rum. Ja. Genau, da ist egal, wie rum der drauf sitzt. Wieder durch. Und einmal draufsetzen und festschrauben. Es wird langsam heller hier hinten. Noch einen verlassen. Ja. Also man merkt es direkt, wenn es nicht durch ist. Wenn die nicht richtig ziehen. Ja, genau. Okay. So, dann haben wir die Sachen alle schon. Sind auch nicht zu empfehlen, dann im Endeffekt hinzugehen. Hallo. Okay. Ein verwirrter Hund. Ja. Nicht zu empfehlen, die von Hand nachzuziehen, also sprich mit der Schraube nachzuziehen, weil ansonsten die Gewinde wahrscheinlich darunter leiden genau. würden. Also man darf es nicht zu fest, wenn es wirklich nicht weitergeht. Mhm. Also man merkt das auch, dass das, solange es sich nicht extrem verkeilt hat, wenn man so ein großes Teil... Bei Metallschrauben würde ich sagen, zieh mal so lange, bis fest ist, aber... Das Ding ist auch, das sind ja wirklich nur Sachen, die...
die sind keiner Belastung ausgesetzt. Das M6 ist schon eigentlich schon weit drüber, aber es ist extra so ausgewählt, dass es nicht einfach abreißt. Mhm. Also wir sehen auch gleich hier noch M3-Schrauben. Die würden dafür ausreichen fast, in Metall, auch in Plastik rein theoretisch von der Haltekraft her, aber die sind mal schnell abgerissen und deswegen habe ich einfach gesagt, hier M6, da passiert nicht, also die kann man eigentlich nicht so schnell abbauen. Also auf Sicherheit gebaut. Genau. So, dann haben wir das schon fertig, dann können wir das jetzt erstmal zur Seite legen. Dann nehmen wir uns jetzt hier nochmal den Motorhalter vor. Da müssen wir jetzt noch weitere vier M8-Schrauben, einmal hier unten, zwei einsetzen und wir machen jetzt mit dem Motorhalter weiter. Genau, da einmal hier unten zwei M8-Schrauben eindrücken. Das geht relativ einfach und dann direkt am besten vor dem Herausfallen mit den M8-Schrauben von oben sichern. Das ist mir nämlich schon passiert. Das sind dann im Prinzip die für die Höhenjustierung. Genau. Also für die Sägeblattspannung. Für die Spannung, genau. Genau. So, jetzt kann die nicht mehr rausfallen. Jetzt müssen wir noch hinten, also hier noch zwei, das sieht man jetzt wahrscheinlich schlecht. Hier sind zwei M8-Muttern einzusetzen. Ah, wird ein bisschen tricky das Ganze. Moment. Ja, ich kann dir einen Trick zeigen. Probier du es einmal. Einmal für den Dummen und dann, genau. Ich glaube, ich kenne den Trick. Mal gucken, ob ich jetzt so hinkriege. Fast. Fast? Nein. Hm? Ich mach das Gewinde jetzt kaputt, wetten? Nee. Ich bin noch so ein Bewegungslegastheniker dazu. Jetzt habe ich's. Edge. Nichts hast du. Dein Trick. Ganz einfach, die Schraube einfach unten reinlegen. Einmal zentrieren. Draufdrücken und zack, einziehen. So, schwieriger Weg war meiner, seiner ist einfacher. Ja, macht man auch nur, wenn man das zur Probe halber mehrfach aufbaut, dann kommen solche Sachen. Genau, dann hier noch einmal die zwei M8-Schrauben jetzt auch einschrauben, also nur einmal ansetzen, eingestellt werden muss das später alles. Mhm. Genau. So, und dann kann das Ganze hier schon draufgesetzt werden, kann auch so ein bisschen festgezogen werden. Damit es nicht runterfällt. Dann fällt es nicht runter, genau. Und damit haben wir den Körper hier schon fertig. Das sieht doch mal gut aus. Theoretisch können wir es jetzt einfach auch hier einsetzen. Dann okay. Das schon mal. Der wird einfach nur eingeschoben, genau. Eingeschoben und fertig. Eingeschoben, fertig. Und dann kannst du nämlich das später, können wir aber auch noch zeigen, sehr einfach reinigen. Mhm. Okay. Genau. Stellen wir das erstmal zur Seite. Dann nehmen wir uns jetzt hier die zwei Laufrollen vor. Da haben wir dann einmal hier die vier Kugellager. Mhm. Die setzen wir dann alle einmal so ein, dass die hier mit dieser Seite nach vorne zeigen. Also gibt es bei denen irgendwas beim Einsetzen zu beachten? Eigentlich nicht. Es gibt zwei Seiten. Mhm. Glaskugellager sind das, ne? Polymer-Außenschalen, Glaskugeln drin von Igos, also auch schmiermittelfrei, also muss jetzt kein WD-40 oder sowas dran. Wäre auch uncool, glaube ich. Ja. Und beim Eindrücken dann halt am Außenring eindrücken, nach Möglichkeit. Am Außenring eindrücken und gucken, dass die schön frei laufen. Genau, das macht man dann auf beiden Seiten einmal, auf beiden Laufrädern einmal und man muss auch gerade eindrücken. Ja. Vorsichtig dabei. Ja, nicht zu sehr, nicht zu viel Kraft aufwenden. Und genau, dann sind die auch schon fertig. Dann haben wir jetzt einmal hier die Befestigungsschrauben dafür. Das sind im Prinzip Klemmen. Klemmen, die dann vorne vor die Achsen gesetzt werden. Genau, da gibt es dann einmal hier zwei Seiten, einmal auch wieder mit einem Sechskant und einmal ohne. Ohne den Sechskant, da kommt die Schraube rein. Auf der Sechskantseite kommt dann die Mutter drauf. Und dann einmal. Dann anschließend für die, um auch auf den Achsen die Position dann zu halten. Genau, einfach, dass es da nicht mehr verrutscht. Das zweimal machen. Und da sitzt auch kein großer Druck drauf. Nein, also die Klemmen fassen eigentlich schon so von alleine. Dadurch, dass die Teile ja eine gewisse 3D-Druckstruktur haben. Die sind ja schichtweise aufgebaut, alleine durch diese leichte Rillenstruktur. Die natürlich, auch wenn der Druck perfekt ist, jetzt wie hier, immer noch im Mikroskopischen zu sehen ist und dann für eine kleine Verzahnung auch funktioniert. Genau, das hier dann auch noch einmal. Also erstmal auch gar nicht so, erstmal nur so ein bisschen ansetzen. Muss ja noch drüber geschoben werden. Muss noch drauf geschoben werden, genau. So,
das hier erstmal noch ein bisschen auf. Also genau, deswegen sind das ja auch nur M3-Schrauben, die braucht man nur leicht. Sehr leicht anzuziehen, ja, dass man das nicht mehr drehen kann. Dann nehmen wir uns das doch nochmal raus hier, dann ist es einfacher zu sehen. Dann haben wir jetzt hier noch für die andere Seite, damit das ist nämlich auch schon einmal passiert, man darf jetzt nicht diese Sachen einfach hier draufsetzen, weil dann hätte man hier eine große Fläche, die aneinander reibt. Dafür sind hier diese Konus, also ist ein Konus da, mhm, mit einer breiten Seite, der kommt zum Rahmen hin, und einer schmalen Seite, der kommt zum Kugellager hin. So, und die einfach einmal hier draufsetzen. Und dann haben wir das, damit halt Abstand entsteht, ja, Ganze schon fertig. Genau, hier ganz einfach einmal draufsetzen, dass es läuft. Genau, ein Kugelhanger ist nicht ganz richtig. Ach, da. Da ist was Kleines drin gewesen. So. Hat ein bisschen gestockt, ne? Ja. Ja. Besser. So, und jetzt hier wirklich auch nur leicht aufdrücken. Und auch und mit der flachen Seite nach oben, den Konus, genau, nach unten. Der Konus wieder nach unten. Achso, da hat's ihn. Genau, so, dass es, wenn man es hochzieht, kein Spiel mehr hat. Mhm. Und genau, wenn man es hochzieht, kein Spiel mehr hat. Aber das Laufrad nicht, also nicht stoppt oder sowas, weil die Kugel lag. Lassen wir erstmal noch. Lassen wir noch gleich festschrauben. Genau, so. Dann haben wir einmal die obere Seite. Die würden wir jetzt auch so, also die setzen wir auch wieder so auf. Machen wir gleich alles. Machen einmal den Rahmenaufbau fertig und dann machen wir Elektroteile. Okay, weil wäre doch jetzt einfacher gewesen, die schon mit drunter zu packen, oder? Ja, müssen wir sowieso gleich einmal machen, weil wir den, da muss man das mit dem Motor, das zeige, okay, ich dann gleich einmal direkt. Genau, dann hat man das fertig und damit ist dann eigentlich der Hauptaufbau des Rahmens. Also hier ist jetzt einfach nur die vordere Seite reingeschoben. Mhm. Dann würde man hier das hier nach unten setzen. Dann einmal den hinteren Rahmen Abdeckung drauf. Vordere Abdeckung, da müssen wir jetzt hier einmal den auch wieder die Sägeblattführung, das muss einmal. Die sind also austauschbar, oben und ja, unten. Und dann, wie du schon sagtest, so. Ich würde es jetzt einfach auf den Tisch legen und einmal von oben. Mach's doch. Direkt hier so drauf. Deswegen, es geht nicht so einfach kaputt, aber dann passt es. Muss halt sauber reingesetzt werden. Ja, dann klemmt es nämlich auch richtig, dann springt es nicht mehr raus. So, genau, und damit haben wir das schon fertig. Das sieht ja schon aus wie eine fertige Säge fast. Abdeckung oben drauf und damit wäre sozusagen das Rahmenkit an sich erstmal so zusammengebaut. Nice. Man hat die zwei Ersatzteile schon einmal mitgeliefert, mhm, das heißt, man hat Ersatz, obwohl, du siehst die Säge da unten, die war jetzt mit auf der Messe, die schlöre ich seit einem Jahr rum und es sind immer noch die ersten Verschleißteile. Wenn das dann so gut dabei funktioniert, haben wir es aber grundsätzlich besser wie brauchen. Ja, klären wir aber gleich beim Sägen auch noch, wie man, mhm, das am besten richtig macht. So, die Teile brauchen wir erstmal nicht mehr. Stellen wir die mal ein kleines Stückchen auf die Seite, damit wir, genau, Sicht haben. Wir haben jetzt hier noch die Elektrobox. Genau. Da kommen wir gleich zu, aber dann machen wir jetzt erstmal den Motor rein. Hier das Ganze wieder einmal ab. Also das geht auch recht einfach alles. So. Als hätte sich da jemand Gedanken drüber gemacht. Ein bisschen. Ist ja die, das ist glaube ich jetzt die 7. oder 8. Version, die davon gebaut wurde. Also ständig überarbeitet, Verbesserungen reingebracht. Genau. Also die 4. Version mit der Slimline ist auf dem die 5. Version mit der Slimline ist auf den Markt gekommen. Das ist also die Mechanik ist alles das Gleiche. Hm. Am Ende ist nur noch der Kasten unten hinzugekommen, weil das von den Kunden zum Teil mehr gewünscht ist. Wir haben auch einige Kunden, die sagen, die haben die Slimline lieber, weil man es auf in der Küche oder irgendwo auf dem Waschbecken stellen kann. Es läuft halt einfach alles Wasser, am Ende das Kühlwasser raus, weil es ja hier am Ende oben, hm, zugegeben wird. Genau. So, dann haben wir hier den guten Motor. 24 Volt, 7000 Umdrehungen. Genau, ein bisschen viel fürs Sägen, deswegen haben wir eine Untersetzung.
Aber dafür erstmal den jetzt hier. Oder Unterlegscheiben für, oder geht das so? Wenn du welche hast, aber ich habe es bisher immer ohne gemacht. Gerade jetzt nicht zur Verfügung. Ich weiß, dass ich irgendwo welche rumliegen habe, ja. Aber auch hier ist wieder nicht viel Druck drauf. Deswegen, jetzt müssen wir aber, also jetzt noch nicht anziehen, also so, dass er sich noch verdrehen lässt. Dann muss er gleich dann dementsprechend die Spannung herstellen. Genau, und jetzt müssen wir einmal den Riemen haben wir. Das ist eine spezielle Riemen mit 72. 72 Zähne genau. Müsste der sein. Genau. Hier haben wir dann einmal die Schrauben. War da ein Imbusschlüssel bei, ein kleiner, sonst habe ich einen. Nee, tatsächlich. Genau den habe ich, die Tüte habe ich jetzt nicht mehr. Aber müsste einer dabei gewesen sein. Normalerweise ist einer dabei. Ja. Die einfach ein bisschen rausdrehen, dass man den gleich schön auf die Welle schieben kann. Die Welle ist aber auch nirgendwo abgeflacht, ne? Nee, dieses ist komplett rund. Also das kann man dann schön draufschieben. Genau. So, jetzt ist der, also kann man sich das einmal angucken, wenn man das jetzt hier so draufschiebt, dann weiß man auch ungefähr, wo man das Ritzel, also man macht es nicht so rum drauf, sondern man schiebt es andersherum drauf, damit das genau passt, also damit der Riemen dann in einer Flucht ist. Hier jetzt ein kleiner Trick, am besten man hat das Lager schon ab, man kann beide Lager auch einmal ein bisschen rausmachen. Das macht es ein bisschen einfacher, dann einmal den Riemen hier drauf. Das ist ein bisschen frimmelig, aber das geht. Ich sehe, du hast das drauf. So, und dann muss man einmal das hier drauf fädeln. Dann einmal hier das auf die Welle. So, und wenn es einmal drauf ist, dann ist es eigentlich nur noch wieder gerade hier einmal das Kugellager rein. So. So, jetzt ist das Kugellager gerade rein. Den natürlich dementsprechend hier ranziehen und das andere Kugellager nicht vergessen. So. Das sieht erstmal gut aus. Drehen, genau, das ist, kann jetzt auch schon mal hier das wieder draufsetzen. So, das lässt sich noch schön drehen, dann können wir, bewegt sich nicht. Und dann einmal festziehen. Ganz leicht, also so, der greift schon ziemlich gut. Ich könnte noch viel, viel weiter drehen, aber also, ganz leicht nur so, dass es tatsächlich fest ist. Genau. So, jetzt haben wir hier einmal die Imbusschrauben festzuziehen. Also wenn man das hier ein paar Mal gedreht hat, dann hat sich das halt einfach zentriert. Und dann kann man die beiden Imbusschrauben hier festziehen. Auch hier, also die kann man jetzt ein bisschen fester, ist ja kein Kunststoff, aber auch nicht zu fest. Ja, okay, die müssen ja dann auch eine gewisse sind auch Kraft eine haben. Ja, genau, die müssen sich also so ein kleines bisschen in die Achse reindrücken, damit die nicht durchdreht. Aber es sind nur kleine also es ist, glaube ich, M3-Madenschraube. Mhm. Da ist auch nicht viel Kraft anzuwenden. Auf jeden Fall, mehr als wie bei Kunststoff. Genau. Und jetzt haben wir das hier so fest. Jetzt kommt die Kleinigkeit mit dem Motor noch, ne? Genau, jetzt kann man den Motor so ein bisschen hier drücken. Ja. Und dann einmal hier festziehen. Hast du eine Zange zufällig oder einen 7er Schlüssel? Kurzer Break. Genau, dann nimmt man. Ihm ist dann noch was eingefallen. Genau, Werkzeug habe ich dabei natürlich. Ich habe eine sehr flache Ratsche. Man kann es mit einem 7er Schlüssel aber auch ansonsten machen oder mit einer Zange. Spitzzange. Weil wirklich nicht viel Druck nötig ist. Also man nimmt jetzt ein bisschen Druck auf, also man drückt den Motor nach oben und dann die Muttern ganz leicht festziehen. Die ziehen sich dann auch ein bisschen ins Plastik ein, das ist nicht schlimm, das ist so ja Art Muttersicherung dann fast oder Schraubensicherung. Also man sieht jetzt, der Motor rutscht nicht mehr runter, der ist fest und damit ist eigentlich auch genügend Kraft drauf. Genau. Damit haben wir. Das sieht ziemlich eng aus, aber es passt genau. Also es ist, passt genau ausgelegt. Ja, genau. Weil da bewegt sich auch nichts mehr. Das sind gut 4-5 mm, die da Spielraum sind. Krasse Sache. Ja, schön. Dann haben wir das fertig. Dann kann der, oder ja, wir können jetzt eigentlich dann zum Elektroteil übergehen. Nehmen wir das erstmal zur Seite alles. Nehmen wir uns einmal die Elektrobox.
da haben wir jetzt einmal Platz für die Dosierpumpe, das für die Kühlung, also welche für die Kühlung zuständig ist. Genau, dann haben wir hier, ja, muss man jetzt nichts zu sagen, gibt ja nur die eine zu bestellen in beiden Formularen. Genau, dann haben wir jetzt hier einmal diesen Einschub, der kommt dann am Ende, wird der hier einfach eingeschoben, kann auch schnell wieder rausgenommen werden. Da haben wir jetzt hier dann die zwei Löcher, haben wir hier nochmal so zwei kleine M3-Schräubchen. Mhm. Da ist ja auch jetzt keine große Kraft hinter, deswegen muss nur fixiert werden. Muss nur gehalten werden. Genau. Bisschen Frimmelarbeit. Ja, okay, wenn die so klein sind. Neulich habe ich das tatsächlich hier gehabt mit der Pumpe vom Panterei. Da gibt es auch einen, oben, damit die den Kopf halten, eine ganz winzige kleine Schraube. Ja. Die ist mir weggekommen. Da muss ich erstmal gucken, was ist das für eine? Und dann hast du natürlich, bestell mal solche kleinen Schrauben in Edelstahl. Oh, ja. Ja, muss ja erstmal einen Hersteller finden, der das hat. Weil Panterei war zu dem Zeitpunkt nicht erreichbar. Die waren JWD auf der anderen Welt, andere Seite der Welt und waren von, ja, wie auch immer, nicht erreichbar. Und ich habe das Ding dann natürlich hier liegen gehabt und wollte arbeiten. Und dann natürlich. Guck mal, dass du so eine süße kleine Schraube findest. War schon heftig. Ja, so genau. Dann ist hier schon die Dosierpumpe jetzt eingebaut. Dann haben wir jetzt hier noch einmal zwei PWM-Regler. Ganz kleine süße. Zack, das ist der eine. Und da ist der andere. Die sind einmal für die Geschwindigkeit von der Dosierpumpe und einmal für die Geschwindigkeit des Motors. Mhm. Genau, und die kommen jetzt beide hier, also werden hier eingebaut, verkabeln das Ganze gleich noch. Genau, einmal dann hier Unterlegscheibe davor und dann festschrauben. Genau, ich mache es jetzt erstmal noch nicht, weil dann ist die Verkabelung ein bisschen einfacher, wenn man kleine Hände hat wie wir. Genau, ich lege das mal zur Seite und dann haben wir noch einmal das Netzteil. Da ist es. Und das hat noch einen. Genau, den. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Der hat nämlich dann seinen Platz. Das einmal rausnehmen. Der hat seinen Platz hier unten drin. Da passt das genau rein. Ja. Ne? Haben Sie ein anderes Bauteil geschickt? Nee. Etwas größer ist. Man muss es nur gerade rein. Oder man packt es einfach erstmal hier rein. Ah, okay. Und dann gleichzeitig dann auch die Befestigung dafür. Genau. Und dann kann man das auch dann hier festschrauben. Und dann hat man hier die Einsteckmöglichkeit. Ist dann schon direkt fixiert. Ist dann direkt fixiert, genau. Fürs Motorkabel haben wir dann noch hier eine Verschraubung, um die Zugentlastung, sage ich mal, ein bisschen zu haben. Das einmal hier einpressen und einmal von hinten verschrauben. Der ist schon abisoliert. Machen wir uns jetzt hier so einen Meter, das reicht aus. Man kann es natürlich noch viel, viel länger machen. Ist einfach dafür da, damit man die Elektrobox, oder das ist der Gedanke dahinter, alles was, also einmal ist das Netzteil ja nur 24 Volt, aber dann kommen hier nur 24 Volt an und man kann das Netzteil noch weiter weglegen. Das heißt, man ist ganz weit weg. Damit halt nichts passieren kann mit Strom. 230 Volt von dem, wo man mit ein bisschen Wasser hantiert. Und aufgrund der Tatsache, dass es halt 24 Volt ist, ist auch nicht noch zusätzlich irgendwo eine Sicherung oder so eingebaut. Nein. Nicht nötig. Genau. Einmal abisolieren. Schönes Ding. Okay, wenn man ständig mit sowas arbeitet, ist natürlich... Macht das Leben einfacher. Ich hab so die einfache Zeile. Kann man natürlich alles jetzt erstmal überspringen. Ja, können wir gleich... Der findige Elektriker würde jetzt sagen, da gehören Enthülsen drauf. Man kann es aber auch an. Ja, wenn wir es in Vakuumklemmen machen würden. Ja. Oder irgendwo klemmen würden. Und du? Müssen wir ins Fernsehen? Komm mal her. Ja. Mäuschen. Guck mal. Ja. Ne? Ne? Du bist. Ne? Hast du keinen Bock drauf, ne? Alles gut. Komm. Ja, ist ja gut. Du bist nachher dran. Auch wichtig,
Habe ich natürlich jetzt nicht in Schwarz und Rot da. Oh, um Gottes Willen. Kommt jetzt Schwarz drauf. Wer mit Schrumpfschlauch arbeitet, immer dran denken, vorher aufziehen. Gleich ist zu spät. Genau. Zack, zack, zack. Macht das jetzt alles ein bisschen unkonventionell. Wir haben nicht gesagt, dass das hier Anspruch auf Professionalität hat. Dieser Kanal ist sowieso sehr unprofessionell. Es ist Basteln jetzt. Basteln, ja. DIY. Einmal auch jetzt die Dämpfe nicht einatmen. Natürlich. Für Lüftung deswegen sorgen. Haben wir einen Durchzug. Ventilator. Ventilator und Durchzug, ja. Ja, sieht aber gut aus. Damit haben wir den Motor schon fertig verlängert. Der kann jetzt wieder, man sieht's, hier oben einfach draufgesetzt werden. Und damit haben wir jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Mhm. Genau, der wird jetzt, man kann es jetzt noch verkleiden. Mit einem Schrumpfschlauch, so, gibt so Gewebeschläuche oder sowas. Mhm. Könnte man das verkleiden. Habe ich damals bei meiner gemacht. Kann man machen, muss man aber nicht. Genau. Und dann eine... Deckel drauf, Klappe zu, auf für tot. Klappe zu, auf für tot, genau. Da brauchst du jetzt einen kleineren Torx für, ne? Ja. Den ich vorher hatte. Ja. Licht an, sagt nichts. Schlimm mit dem Werkzeug. Ja, ja, ja. Aber wir kennen das ja alle, ne? Auch hier wieder, der Deckel ist nur da, um jetzt alles einmal vor Staub, Spritzwasser zu schützen. Also, was heißt Spritzwasser zu schützen? Eigentlich sollte er gar nicht im Bereich stehen, wo genau, es deshalb ist das Kabel auch schön lang. No. So. Dann tun wir jetzt mal so, als wenn wir was tun. Mache ich den hier einmal fertig. So. Und dann einmal. So Leute, Fehler gesucht, Fehler gefunden. Und tatsächlich, mal gut, dass du deinen Netzteil dabei hattest, lag es am Stecker. Also der ist nicht in Ordnung, da muss ich einen neuen organisieren. Filterkontakt ein bisschen. Filterkontakt irgendwie, ja. Hat, wie auch immer. Kann ja mal passieren. Ja, selbst die Chinesen machen ja alles richtig, ne? Ja. So. Dann kommen wir jetzt zum Sägeblatt. Genau, 37,7 Zoll. So. Einmal hier entfalten. Oh, da kriege ich ja schon. Okay. Nein, nee. So. Ja, das macht dann einmal Pling. Wenn es falsch. So, genau. Ja. So, Sägeblatt auffädeln.
ganz einfach. Also einmal hier die ganzen Abdeckungen weg. Und dann einmal vorher Strom ziehen. Besser ist das. Einmal hier unten drüber führen. Also dass man, willst du sagen, einmal das unten ums Laufrad rumlegt. Mhm. Und dann einmal hier oben. Gibt es eine Richtung, wie ich es einlegen muss, wo ich drauf achten? Man hat hier vorne die Diamantbeschichtigung. Mhm. Die muss nach vorne. Mhm. Mehr eigentlich nicht. Genau, und jetzt stellen wir das Sägeblatt auch einmal ein. Dafür jetzt doch wieder das Werkzeug raus. Das weggepackte Werkzeug, genau. So, genau. Wir haben ja jetzt die besagten 6 Schrauben, 2 hier hinten, 2 jeweils oben. Und wir fangen jetzt erstmal an, ein bisschen Sägeblattspannung aufzubauen. Über die 2 hier. So, da könnte man jetzt sozusagen auf Nullposition das einfach, also man, mit den oberen Schrauben fixiert man immer nur, mhm. mit den unteren stellt man die Neigung ein. Okay. So, wenn man jetzt, die Sägeblattspannung ist eigentlich da, wenn man jetzt dreht und sieht, okay, also die Zuschauer sehen es, du jetzt nicht, das Sägeblatt läuft leicht nach vorne. Okay. So, dann haben wir die Möglichkeit jetzt, das nach hinten zu kippen, um diesen Vorlauf ein bisschen zu korrigieren. Da können wir jetzt hier ein bisschen nachziehen. Und dann sehen wir, es läuft jetzt genau mittig. Es sollte mittig laufen, okay. Genau, es läuft jetzt eigentlich so, dass es genau mittig ist. Es läuft nicht nach vorne oder nach hinten. Mhm. Wenn man es jetzt zu viel macht, läuft es nach hinten raus. Wenn man es noch weniger oder wenn man jetzt mehr Sägeblattspannung drauf gibt, also man kann es hier ein bisschen nachspannen. Also nicht zu fest auch alles. Hm? Ich mache das immer gerne so, dass es noch so sich runterdrehen lässt mit ein bisschen Spannung, ja. um es auch einfach wechseln zu können. Aber auch dann ist nicht zu viel Sägeblattspannung für die Kugellager da und auch für die anderen Bauteile. Und man braucht auch nicht mehr. Und so läuft es jetzt perfekt in der Mitte. Also ja, sauber. Läuft ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts. Das ist einfach von dem Sägeblatt, weil es jetzt gerade ausgedreht ist. Aber und jetzt mal nur wegen der Akustik. Was schleift da jetzt gerade noch so von der Akustik her? Das sind jetzt die Partikel, die hier, sage ich mal, drauf schleifen alles. Also du hast hier, hast du ein bisschen hier an dem Ganzen schleift. Mhm. Das ist jetzt eigentlich gerade der Hauptgrund. Jetzt hast du ein bisschen weniger. Mhm. Das ist, und jetzt wieder ein bisschen mehr. Und das ist jetzt gerade... Also, das schleift sich dann im Endeffekt ein. Genau, das schleift sich einmal ein. Genau, und dann kann man eigentlich wieder das hier zusammenbauen. Einmal hier das drauf, einmal hier hinten die Abdeckung drauf. So. Und einmal den Schutz und den oberen Schutz. So. Einmal komplett alles verdeckt. So, dann haben wir das. Dann können wir jetzt einmal nochmal testen. Das funktioniert auch. Wird noch ein bisschen leiser später, aber es ist immerhin eine Band. Also eine Bandsäge kann nicht. Aber es läuft ruhig. Hat ja keiner gesagt, dass man das nachts im Schlafzimmer laufen lassen soll. Na, vielleicht als Wecker für die Frühschicht, aber sonst nicht. Na, wir gucken jetzt einmal hier, wie die Laufrichtung ist. Wir haben hier den Ausgang zum Fördern. Das sieht man jetzt hier vorne ein bisschen auf dem kleinen Pin. Genau, das heißt, das müssen wir hier hinten hin verschlauchen. Dafür haben wir jetzt hier einmal den Schlauch. Den können wir jetzt einfach mal hier in der... Also den gibt es ja auch dabei. Mhm. In der Liste von Patrick ist der noch dabei. Aber den braucht man jetzt nicht mehr zu bestellen. Ich brauche einmal die Kneifzange oder Schere. Oder, ja. Genau. Und da ist es jetzt auch recht simpel. Ein Schlauch kommt jetzt einmal... hier hinten einmal durchgesteckt. Das sieht man dann auch hier vorne, wenn man das nicht mehr nach oben bewegen kann. Hier. Dann, der wird von hinten dann... Genau, der wird bis vorne, also hier kann man es ja sehen noch. Ja. Hier ist noch das Loch drin, das heißt, es wird bis vorne ans Sägeblatt wird das Kühlwasser auch am Ende transportiert. Also von hinten kommt der Schlauch rein und hier vorne läuft das Sägeblatt durch und das Wasser geht direkt ans Sägeblatt dran. Genau. Und deswegen kann man den auch nicht mehr auswechseln, wenn man hinten den Schlauch reingeschoben hat, weil man ist ja dadurch... Wird der Schlauch in irgendeiner Form da hinten fixiert, dass er sich nicht bewegen kann? Nee. Also der wird einfach hier gehalten, aber da ist jetzt noch nie was passiert, dass der rausrutscht. Okay. Also es ist eine leichte Pressung, sag ich mal.
Genau, hier einfach jetzt auf den Ausgang das draufstecken, wie bei jeder Dosierpumpe. Und jetzt haben wir hiermit halt unterschiedliche Möglichkeiten. Wir haben einmal, so ist es zumindest gedacht, haben wir ein getrenntes, wir können es jetzt auch mal komplett hier auseinanderbauen. So. Wir haben hier ein getrenntes Reservoir. Also einmal hier hinten kann man für Frischwasser, also frisches Salzwasser nehmen. Ja. Und hier vorne landet dann das Schmutzwasser, was halt hier, sage ich mal, runtertropft. Ja. Also was hier draufgegeben wird und dann hier unten verloren wird. Hier kann man auch noch, wenn man möchte, einen Schwamm einziehen. Mhm. Wenn man jetzt hier nur viel, also sehr viel Wasser reinpackt, um es zu kühlen. Aber hauptsächlich ist es dafür gedacht, hier ein bisschen Frischwasser und hier dann das abtropfende Wasser. Das ist auch nicht viel. Und dafür gibt es dann, um das Frischwasser hier aus dem Behälter zu ziehen, ist direkt Loch. Von hinten? Genau, bis ganz nach unten. Mhm. Und man kann es aber auch mit einem separaten Behälter, wenn man sagt, man möchte das nicht da drin, hinten drin haben, einfach in irgendeinen Becher, irgendeine Tupperware oder sowas, dann zur Seite stellen und dann von da aus das Wasser ansaugen. Also man ist da wirklich frei. Genau. Oder man macht es halt ohne Dosierpumpe, gibt es ja auch die Möglichkeit, das aufzubauen. Man sagt, man möchte das nicht, ist mir zu teuer oder sonst was, dann kann man das auch weglassen. Und dann einfach vorne in diesen Hauptbehälter dann genug Kühlwasser rein, dann den Schwamm definitiv, weil sonst wird zu viel Wasser mitgerissen. Mhm. Und dann kann man das auch so, das Sägeblatt kühlen. Ich finde es aber so genauer, weil man hier einfach mit der Dosierpumpe auch noch einstellen kann. Ich möchte viel Wasser, ich möchte jetzt vielleicht, ich schneide eine Euphilie, da schneide ich ja, brauche ich ja nicht nur, also muss ich ja eigentlich nur das Sägeblatt kühlen, dass es länger lebt, weil man schneidet kein Gewebe. Wenn ich jetzt irgendeine Koralle mit Gewebe schneide, möchte ich ja eigentlich so viel wie möglich kühlen, damit auch das Gewebe nicht überhitzt. Genau. Und dann drehe ich halt die Dosierpumpe auf. Das habe ich halt nicht, wenn ich hier unten das Wasser drin habe, weil dann ist gut raten, wie viel hier oben ankommt oder nicht. Das ist das, was normal dann mitgerissen wird, genau, aus der Bewegung heraus. Genau, das kann man in keinster Weise berechnen. Hier weiß ich, ich glaube, die Dosierpumpe macht ungefähr 100 Milliliter pro Minute oder bis 150 Milliliter, wenn die voll aufgedreht ist. Da weiß ich ungefähr, wie viel dann oben ankommt. Und wenn ich mehr oder weniger will, kann ich das wirklich einstellen. Genau, der andere Schlauch kommt dann, das kommt dann am Ende alles auf die andere Seite. Einmal hier reingesteckt und dann hier an die Dosierpumpe einfach angeschlossen. Und damit kannst du jetzt auf die Uhr gucken. Sind wir jetzt 1:45 mit Unterbrechung? Nee, ja, anderthalb Stunden mit Unterbrechung. Krasse Sache. Klar, ich habe das jetzt zum mehrfach Er wusste, gemacht, wie es geht, sagen wir es mal so, deshalb habe ich ihn noch machen lassen. Aber das Video sollte ja auch nicht zu lang werden. Ja, jetzt sind wir noch den Beweis schuldig, ne? Wir machen kurz einen Break, füllen entsprechendes Wasser ein, betreiben sie erstmal so, wie sie soll, und dann machen wir gleich weiter. Man kann viele Lichtfarben einstellen. Wer jetzt keine große Beleuchtung hat, der kann sich das dann hier so einhängen. Das ist dann nochmal so eine Zusatzbeleuchtung einfach. Mhm. Genau. Können wir jetzt aber in dem Fall einfach ausmachen, weil wir hier mit Studiolicht etc. arbeiten. Da braucht man das Ganze gar nicht. So, lass mal dran. Genau. Wasser ist drin. Wasser ist drin. 500 Milliliter haben wir reingepackt. Salzwasser, wichtig. Genau. Ja, also kein Osmose oder sonst ähnliches einfüllen. Zumindest bei lebenden Korallen wäre das dann sehr kontraproduktiv. Genau. Und wir haben jetzt schon das Wasser einmal durch den Schlauch laufen lassen. Also das ist jetzt auch wirklich hier schon vorne raustropft. Man sieht es jetzt hier. Also wenn ich jetzt hier meine Hand... Ja. Da ist dann läuft es schon mal runter. An. Genau. Und damit sind wir dann eigentlich... Also man kann immer ein bisschen trotzdem noch hier ein Handtuch unterlegen. Würde ich trotzdem empfehlen, auch wenn es hier aufgefangen wird. Aber wenn man halt ein bisschen Sauerei einfach mit dem Wasser macht. Ja, da würde ich mal sagen. Können wir jetzt trotzdem sägen. Sägen wir jetzt. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Genau, das ist jetzt noch 30-40% von der Säge. Wir könnten mehr, aber wie man sieht, geht wunderbar. Mehr braucht man nicht. Mhm. Und es ist ein, ja, das ist ja kein Schnittblatt in dem Sinne wie eine Säge oder ein Brotmesser, sondern es ist eher ein wegfeilendes Gewebe. Ja, deswegen genau. Nicht zu viel Druck,
Also so ganz leicht. Jetzt nicht einfach wie so ein Berserker da durchschieben. Das war jetzt halt eine dünne Montipora, das geht recht einfach. Jetzt haben wir hier Euphilia, ein kleiner Euphilia-Ableger-Press. Das geht auch wunderbar. Also wirklich wenig Druck. Und also wir könnten jetzt auch noch viel, viel höher mit der Geschwindigkeit. Aber muss nicht, tatsächlich. Muss nicht. Und wir haben jetzt hier einmal einen sauberen Schnitt. Nee, einen Akku können wir noch schneiden. Achso. Das war jetzt, habe ich nicht geschnitten. Der Schnitt war jetzt hier gerade der hier. Kannst du gerne also in die das Kamera halten. Sieht sehr, sehr gut aus. Oder gerade bei den Euphilien ist so ein Schnitt in der Art, also wenn man das mit einem Dremel macht, ist das natürlich was ganz anderes. Kommt man auch nicht immer so in die Zwischenräume rein. Ja. Das ist natürlich eine Bandsäge, dann was Feines. Komm, machen wir noch eben die Akku. Ja, kannst du auch machen. Ja, dann ich probier's ein bisschen mehr Schmackes. Ja. Und wegen mehr Schmackes. Das geht total einfach. Das ist Wahnsinn. Also tatsächlich total einfach, ohne viel Druck, überhaupt keinen Druck. Ich brauchte gar keinen Druck ausüben, weil das ist im Prinzip von selber sich da durchgefressen hat. Ja. Ja. Also das Limit haben wir mal getestet, war also von einem Kunden das Feedback, so dicke Riffäste. Also da liege es wirklich dann Gestein, also Riffgestein und dann solche Riffäste, da ist dann irgendwann auch Schluss. Aber ich weiß nicht, ob man es auf dem. Ich habe da so eine kleine Kugel. Da werden wir mal sehen, das werde ich jetzt nicht machen, das werde ich so mal ausprobieren, weil die muss definitiv mal geteilt werden. Aber ich habe jetzt hier tatsächlich einen Kandidaten, den man jetzt schneiden kann, weil ich habe ja momentan tatsächlich hier Probleme mit Vibrios und. Hier haben wir eine Chalice, die hat mir in der Seele wehtut, dass wir das wegschneiden müssen. Ja. Aber ihr seht selber, da ist jede Menge Material dran. Und sowas ist dann natürlich auf einer Bandsäge, müssen wir jetzt gleich aufpassen, unten drunter. Ich gehe da jetzt einfach mal so ganz blauäugig dran. Ja, müssen wir gucken, dass es passt. Aber von der Höhe her, genau. Sollte eigentlich, na, das könnte etwas schwierig werden von der Höhe her. Ja. Müssen wir schauen, wie weit wir kommen. Ja, es geht gut durch. Kommen wir noch mit der Höhe, passt noch. Ich gehe jetzt mal raus, mach das Ganze von der anderen Seite. Der Schnitt, der ist richtig gut geworden. Ist das halt nicht. Da haben wir's. Operation gelungen, Patient tot. Kleiner Trick gemacht. Genau. Ja, vom Schnitt her sehr gut. Wir haben natürlich, wie du gerade sagtest, ein kleines bisschen Überlastung gehabt. Wahrscheinlich habe ich zu sehr gedrückt. Ja. Vermute ich mal. Wir hatten wahrscheinlich hier in den Korallenkleber, der wird dann auch eher ein bisschen weich. Das ist ja das ist eher ein Kunststoff als Gestein. Und da ist es ein bisschen schwieriger. Aber generell war das jetzt noch nicht das Maximum. Also man hätte ein bisschen mehr Speed, dann wird das auch nicht so runter. Aber eher ist auch die Sache, lieber bleibt die Bandsäge stehen, als wenn sich das Bandsägeblatt verkeilt und reißen könnte. Also das ist ja bei Bandsägen dann normalerweise der Fall, dass sowas passieren kann. Gut, dass du es sagst. Deswegen ich kenne es nämlich nicht. Auf Sicherheit, dass es nicht passiert, als dann irgendwas passiert. So, totes Stück ist rausgeschnitten. Ihr seht's. Oh, wenn meine Frau das sieht, dann kriege ich wieder Ärger. Aber kann man nichts dran machen. Die Koralle ist tatsächlich so, wie sie ist. Setze sie erstmal wieder hinten auf Position. Wichtig an solchen Stellen ist dann natürlich auch, dass das Tier dann vernünftig beströmt wird. Dass das Gewebe dann wieder abheilen kann. Ja. So, jetzt habe ich das Handtuch wieder weggepackt. Ja, aber ihr seht, hat wunderbar funktioniert.
der Typ vor der Kamera war wieder zu dumm oder wusste es noch nicht besser. Nee. Man muss natürlich jetzt ein kleines bisschen üben. Ist ne? Ja, jetzt auch mit so einer großen Chalice anzufangen, ist da jetzt dann schon was Richtiges. Also ich wollte direkt. Können wir auch gleich mal kurz gucken, ob wir noch Steine haben oder sowas. Ich glaube, ich habe da noch so ein paar Ablegersteine oder sowas, was Dickeres. Ja, schau mal eben. Wir machen kurz einen Break. So, wir starten jetzt gerade den Gegenbeweis, beziehungsweise du startest das mal. Marie. Stellst ja alles ein, so wie es brauchst, weil ich habe es ja nicht richtig eingestellt. Nee, man kann einfach mehr Speed geben. So, was hatten wir jetzt da? Das Jurassic Reef Rock oder wie die heißt, oder Real Reef Rocks, ich weiß es jetzt nicht. Aber wie man sieht, also da ist gut was an Stein drin. Und klar, da braucht man ein bisschen länger jetzt beim Schneiden. Ein bisschen vorsichtig drücken dann. Genau, aber dann ist das auch kein Problem. Gibt es irgendwas, was ich damit nicht schneiden sollte? Nach Möglichkeit. Deine Hände? Also geht auch, also erstmal ist es sowieso ein Schmirgeln, deswegen ist das nicht so einfach. Also wenn man da mal dran kommt, ist das jetzt nicht so schlimm. Sollte man trotzdem nie tun. Mhm. Also besser lassen. Aber es ist ein Schmirgeln. Wie sieht's aus mit, ich sag jetzt mal, Kunstgestalt, wie die zum Beispiel Epo-Reef? Da muss man halt gucken, dass es nicht verklebt, also das Sägeblatt am Ende verklebt. Wenn natürlich die Polymere zu heiß werden und das Sägeblatt verklebt, kann es sein, dass es die Sägeleistung nachlässt. Nach Möglichkeit, also nichts, wo, ich sag mal, Kunststoff oder ähnliches genau, dran ist. Jetzt, eigentlich kann man sich vorstellen, was würde man schmirgeln am ehesten. Man würde jetzt Plastik, hat man dann auch immer das Schleifpapier sehr schnell diesen schwarzen Plastik Das was auch immer drauf hat. Genau, dass es sich zusetzt. Genau. Halt. Und das ist es halt ein bisschen schwer. Ich habe da aber auch schon Plexiglas mit geschnitten. Das ist jetzt nicht das Thema. Ich würde es jetzt nur nicht empfehlen. Also wenn man da jetzt mal Epo-Reef mit durchschneiden will, geht das mit Sicherheit auch. Okay. Ich würde jetzt vielleicht nicht das neueste Sägeblatt dann dafür nehmen. Vielleicht hat man ein zweites Sägeblatt, ein älteres. Haben ist sowieso besser als brauchen. Also sprich, Ersatz sollte man immer da haben. Genau. Also gehen wird das. Mhm. Nur wäre jetzt nicht meine erste Wahl zu schneiden, weil es nicht so schön zu schneiden. Also Riffgestein ist auf jeden Fall, also hier solche Steine, ist einfacher zu schneiden. Desto härter das Material, desto einfacher lässt es sich einfach schneiden. Und einfach nur mit einem ganz leichten Druck halt durch. Genau. Und je härter das Material am besten, desto mehr Umdrehung. Genau. Also klar, wenn man jetzt so ganz dünne, hier auch so eine Chalice oder sowas, die kriegt man relativ einfach dann auch mit weniger Speed geschnitten. Wenn es dann in die, hier ist noch ein Ablegerstein gewesen und sowas, da muss man dann gucken. Da habe ich wahrscheinlich zu stark gedrückt. Entweder oder zu wenig Speed gehabt. Eins von beiden, genau. Und dann ist das aber einfach kein Problem, das dann auch mit ein bisschen mehr Speed zu schneiden. Ja, super. Solltet ihr da draußen noch Fragen haben, Sorgen, Nöte, unsinnige Anträge, schreibt es unter die Kommentare oder ich blende euch sowieso unten in der Infobox die entsprechenden Links noch zum Shop, zur Seite von der Säge und zu allem anderen, was dazu notwendig ist, ein. So, kurzer Zwischenschnitt. Wir haben dann nämlich was vergessen. Genau. Das Ding muss ja auch nochmal sauber gemacht werden. Und tatsächlich ist es eigentlich kein großes Hexenwerk. Nee, geht relativ schnell. Also einmal hier den Schlauch hinten rausziehen, dass man das Wasser einmal... Ah, jetzt haben wir hier keinen Strom. Doch, Strom ist noch drin. Nee, ich hatte abgestellt. Okay, das müssen wir gleich machen. Einmal das Wasser leer pumpen. Dann hat man da schon mal kein Problem mit. Dann Strom vom Gerät ab. Hier hinten rausziehen, noch ein bisschen auch noch. Nö, das kann sogar noch drin bleiben. Dann einmal das hier einfach zum Abspülen. Kann man einfach ganz normal unter fließendem Wasser. Genau, das gilt auch für diese Teile hier alles. Hier ist die Kuhle. Kann man hier einmal abschütteln, dann sieht man auch mal, was da für eine Brühe alles rauskommt. Also können wir gleich einmal zeigen. Ich guck mal. Blende ich euch ein.
Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Genau, also da kommt gut was zusammen. Ja, genau, dann kann man den Rest hier noch abnehmen. Dann einmal einfach hier das Sägeblatt runterdrehen. Das einmal schön reinigen. Mhm. Und jetzt kommt ein kleiner Trick. Man hat ja jetzt eigentlich alles so eingestellt und will eigentlich nicht mehr neu einstellen. Ja. Deswegen nur die Schrauben, die zum Fixieren sind, einmal eine halbe Umdrehung lösen, sodass es halt hier locker ist. Okay, man braucht ein bisschen mehr. Und dann kann man den hier abnehmen. Der ist auch so gut wie nicht nass geworden. Das heißt, den braucht man auch nicht reinigen. Da hat man muss man sich da dran. Überhaupt Gedanken machen wegen dem Motor und Feuchtigkeit? Eigentlich nicht. Also manchmal kann es sein, dass durch die Luftfeuchtigkeit und sowas das Aluminium ein bisschen anfängt zu korrodieren. Aber ansonsten, kommt da keine Feuchtigkeit dran. Nee. Ansonsten einfach nur mal mit einem feuchten Lappen dann abputzen. Genau, und dann kann man eigentlich hier den Teil auch rausnehmen. Dann kann man, wenn man möchte, einfach das rausziehen. Ich wusste es doch. Einmal abspülen, durchspülen. Genau. Machen wir jetzt mal kurz. Dann stellen wir das Gerät wieder gereinigt hier hin und behaupten, wir haben es gerade überhaupt. Hier ist einmal sozusagen nochmal die Brühe. Man sieht es jetzt nicht, aber da ist gut ein bisschen was rausgekommen. Genau, einfach alles zu reinigen. Ja. Gut, kurzer Break. Machen es sauber und dann sind wir gleich wieder da. So, einmal durchgespült. Genau. Und ich versuche mich jetzt mal dran, das Gerät wieder so zusammenzusetzen, dass es auch wieder funktioniert. So, wir haben einmal, haben den Motor, hat es ja gesagt, das ist... Ja, einmal davor. Davor, mhm. Hm, genau. Fängt es ja schon wieder an bei mir. Und dann einfach nur runter und die wieder fixieren. Genau. So, dann kommen wir zum Blatt. Da haben wir die raue Seite hier unten. Unten einhängen. Und jetzt einmal drehen. Einmal drehen und okay. Zack, ist er drin. Dann einmal genau. Einmal gucken, läuft gerade. Hat er auch richtig gemacht. So, erste Schutzabdeckung von oben so rein. Genau. Dann haben wir die von hier hinten. Ihr seht, es ist alles noch feucht. Ich habe es jetzt nicht trocken gemacht. Andersrum. Anders, genau. So rum. Genau. Seht ihr? Also würde auch auffallen, aber... Ja, spätestens dann. Ne? So, Gäbelchen sauber verlegen und theoretisch dann... Jetzt habe ich es nicht markiert. Rechts war raus, links war rein. Genau. Das war raus. Kommt dann hier hinten rein. Bis zum Anschlag durchschieben. Genau. Und die kam hier hinten oder dann halt in den Behälter der Wahl. Der Wahl. So, einmal Funktionstest. Fliegt nichts auseinander. Da muss man sowieso nicht viel dran. Ja. Eine Sache habe ich noch. Einmal ein Ablegerdeck oder Ablegerdeck. Man sollte die Korallen jetzt nicht da belassen, aber einmal, wenn man schneidet, ist als kann man hier Zusatz dann im Endeffekt genau, gedacht. Genau, gibt es als Zusatz. Das also ist im Gucken sieht man das. So. Ja. Kann ich so einmal hier reinwerfen. Dass man halt seine Fracks dann direkt da positionieren kann. Genau. Ist dann hier einmal, kann man sich dann alles schön einmal vorbereiten. Hier hat man so ein bisschen für Kleber oder wenn man eine Zahnbürste oder so zum Reinigen noch was hat. Hier dann für die Frack-Plugs. Und dann kann man hier einmal alles hin. Hier ist so eine kleine Auffangschale. Die kann man dann, sollte man die Plugs vorher entfernen. Kann man dann kannst auch reintropfen. Ja, damit, genau, ja. Dann hat man da ein bisschen Wasserauffang, sage ich mal. Und ja, ist ein bisschen angenehmer, wenn man jetzt, sage ich mal, Euphilia-Ableger oder sowas macht und die dann schneidet, dann kann man die direkt hier vorbereitet draufkleben. Und wenn sie dann ein bisschen angezogen sind vom Kleber her, ins Becken rein. Ja, okay, bei Sekundenkleber oder ähnlichem ist ja sowieso angebracht, dass es ein bisschen antrocknet. Genau. Da braucht es ein bisschen bei den anderen Klebstoffen auch. Und ja, coole Sache. Ja. Jetzt haben wir es, oder? Jetzt haben wir es. Schluss, aus, Ende. Schluss, aus, Ende, genau. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Vorbeikommen und zeigen, wie es funktioniert. Möglichkeit. Kein Thema. Und ja, ihr werdet sehen,
wie ich damit arbeite. Ich werde versuchen, das zu dokumentieren. Und dann schauen wir weiter. Oh, vielen lieben Dank. Däumchen nicht vergessen. Und ja, bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Tschüss.